Die Ritzel der Roloff Speedhub 500-14 sind alle außer dem 13er als Wenderitzel ausgelegt. Ist eine Seite des Ritzels verschlissen, so kann man es einfach wenden. Die Kette läuft dann auf den unverschlissenen Zahnflanken. Achten Sie vor dem Radausbau darauf, die Getriebenarbe in den 14. Gang zu schalten. Für den Ritzelwechsel benötigen Sie ein neues oder gewendetes Roloff-Ritzel, den Roloff-Ritzel-Abzieher mit seinen vier Klauen, Artikel Nummer 8501, ein 24er Gabelschlüssel, eine Kettenpeitsche und etwas Fett. Befreien Sie zunächst das Ritzel und die vier Zahnlücken des Antreibers vom Schmutz. Setzen Sie den Abzieher auf, den Antreiber, und ziehen diesen mit dem Schnellspanner, links die CC-Version oder der Achsmutter, rechts die TS-Version, fest. Nun den Schnellspanner oder die Achsmutter anziehen. Auf diese Art und Weise können die Zähne nicht aus den Zahnlücken des Antreibers rutschen. Halten Sie den Abzieher mit der einen Hand am 24er Gabelschlüssel, während Sie mit der anderen das Ritzel über die Kettenpeitsche rückwärts, also entgegen der Antriebsrichtung, ruckartig losdrehen. Über den Abzieher lässt sich das Ritzel nun einfach abnehmen. Es kann, wie eingangs erwähnt, um 180 Grad gewendet oder getauscht werden. Gedrehte Ritzel säubern Sie gründlich. Die Dichtfläche des Ritzels darf keine Beschädigung aufweisen, da sonst die Gefahr einer Ölundichtigkeit besteht. Vor der Montage geben Sie etwas Fett auf das Gewinde des Ritzels. Schrauben Sie das Ritzel in Fahrtrichtung rechts drehend über den gesicherten Abzieher auf. Mit einem abschließenden Anziehen über die Kettenpeitsche ist der Ritzelwechsel beendet. Nach diesen Arbeiten empfehlen wir beim Austausch von verschlissenen Ritzeln grundsätzlich eine neue Kette zu montieren. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.roloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.